Öffnest du uns die Eingangstür? Willkommen zurück zu Bibi und Tina. Mikos großer Auftritt. Und wir sind ja hier und wollen dem Pendleton folgen, der auf jeden Fall irgendwas jetzt mit dem Verschwinden von Babushko zu tun hat. Um niemandem im Hotel zu begegnen. Mhm. Wenn jemand kommt, müssen wir ausweichen. Ah, okay. Also, ich bin hier, da sind die beiden und hier muss ich hin. Alles klar, wir sollen da kommen, ist ja keiner da. Ach so, aha, da läuft jemand. Die Katze, die dicke Hauskatze. Cool. So, okay, komm, machen wir schnell hier. So, das sollte ja kein Problem sein. Boah, da sind wir schneller, oder? Boah. Ah, Mist, ey. Oh nein, wir werden verfolgt. Oh mein Gott, die dicke Hauskatze verfolgt uns. Nein. 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 Oh. Wir laufen einfach hier hinterher. Hallo. Du siehst uns nicht. Aber wieso verfolgt uns die dicke Hauskatze? Ha. Haha. Hätte ich das super, vorhin auch geschafft? Wir haben es geschafft. Geil. Puh, das war knapp. Ein Glück, dass die Tür nur angelehnt war. Lord Pendleton hatte es offenbar sehr eilig. Hm. Komm, wir beeilen uns lieber. Wieso hängt denn das Bild schief? Okay. Süß. Die hat sich bestimmt vor dem Hund hier versteckt. Ja. Die Tür stand ja offen. Da war doch das... Sieh mal, da ist ein Papierschnipsel. Ach, war das ein Hund im Flur? Ach so. So viele Schnipsel. Das ist ja ein richtiges Puzzle. Oh, ui. Kannst du das wieder in Ordnung bringen? Werde ich wohl müssen. Okay, das ist oberes linkes Eck. Achso, Start. Okay. Das ist oberes linkes Eck. Dann können wir machen erstmal die Kanten. Das muss hier irgendwo rechts hin. Das hier ist unteres rechtes Eck. Unteres rechtes Eck, habe ich gesagt. Hier muss das hin. So. Na bitte. Jetzt hast du schon mal einen guten Anfang. Das muss irgendwo oben hin. Das muss hier hin. Boah, das kommt hier irgendwo in die Mitte. Männlich. Wo haben wir noch Ecken? Das muss irgendwo hier hin. Hier unten vielleicht. Oh, ah, da. So. Hey, du kommst gut voran. Ja, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. So. Nö, hier vielleicht. Boah, das war ein Zufallstreffer. Der muss hier genau hin. Genau so. Oh gut, da habe ich keine Ahnung. Da vielleicht? Ja gut, da weiß ich jetzt nicht. Da! Super! So, okay. Das muss oben ran. Der kommt rechts oben hin. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Da, so. Nee, da. Ungarisch, dahin. Das kommt da. Nee, das kommt hierhin, da. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dorthin. Und das kommt dorthin. Und das kommt dahin. Fertig. Das hast du toll gemacht. Jetzt müssen wir den Pass nur noch zusammenkleben. Ja. Ene mene Puzzletanz. Pferdepass sei wieder ganz. Hex, hex! Aha, der Original Pferdepass. Sehr, sehr gut. Guck mal, den kann ich mir ausdrucken. Das möchte ich jetzt aber nicht. Wenn du hier klickst, beendest du das Spiel. Yes. Gut, dass kein einziger Schnipsel verloren gegangen ist. Hm. Bibi, ist dir klar, was wir entdeckt haben? Das hier ist Babushkos Pass. Und Lord Pendleton hat ihn absichtlich zerrissen. Ach. Ja, leider haben wir die gefälschten Papiere nicht gefunden. Die hat er bestimmt bei sich. Babushkos Pferdepass haben wir jedenfalls wieder. Den nehmen wir mit. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, dass er bei Babushko ist. Los, komm, wir müssen zu Mikosch. Oh, aber ich habe doch hier noch ein Teufelchen. Eine Socke. Papier. Ein Mülleimer. Und ich glaube, das war's, oder? Da.
Ja, genau. Na, habt ihr lange gewartet? Ja, feiner Amadeus. Lass uns gleich zum Schloss. Wir müssen Mikosch alles erzählen. Sie haben 5 Minuten gewartet. Länger nicht. Ab zum Schloss. Das ist Schloss Falkenstein. Weiß ich. Ja, los. Am besten wir bitten den Grafen um Hilfe. Amadeus, du merkst, dass ich aufgeregt bin, was? Wenn Mikosch hört, was Lord Pendleton gemacht hat, wird er ziemlich sauer sein. Ja, das denke ich mir aber auch. Mein Babuschko wird niemand stehlen. Was hast du vor? Ich sag diesem Pendleton mal meine Meinung. Der soll es nur wagen. Lass uns erst mit dem Grafen sprechen. Er ist gerade unterwegs. Muss was ganz Wichtiges erledigen. Ich mache das selber. Mikosch, nein! Wir haben immer noch keine richtigen Beweise. Wir müssen Lord Pendleton eine Falle stellen, damit er sich verrät. Wir müssen ihn überführen. Mikosch, ich bin auch wütend. Aber solange wir alle bei Babuschko sind, kann ihm ja nichts passieren. Wir sind bei dem ganzen Trubel noch gar nicht dazu gekommen, den Ablauf für den Auftritt festzulegen. Lasst uns das doch erstmal machen. Vielleicht ist der Graf danach wieder da. Ja, lasst uns ins Festzelt gehen. Moment, bevor ich es vergesse. Mikosch, wir haben dir den Pferdepass noch gar nicht zurückgegeben. Behalte ihn erstmal. Den Pferdepass geben wir nachher gleich dem Grafen. Lass uns jetzt ins Festzelt gehen. Normalerweise ist der Graf ja immer so, der hält immer so ein bisschen zu seinen Freunden, also zu den, er glaubt einem immer nicht so ganz, ne? Die müssen wir erst immer überzeugen. Hier kannst du dir die Musik für Mikosch und Babuschkos Auftritt aussuchen und anhören. Oh, cool. Du kannst dir eine tolle Lichtshow ausdenken und überlegen, wie die Kunststücke am besten zusammenpassen. Ja, geil. Außerdem kannst du dir alles, was du ausgesucht hast, als kleinen Film ansehen. Und so lange verändern, bis es dir gefällt. Cool. Okay, machen wir das. Was ist das? Musik? Nee, also erstmal... Achso, Start. Start. Los geht's. Okay. Also, die Figur. Hier macht Mikosch Handstand. Okay. Also, Musik. Also, da kommt die Musik. Toll, ich glaube, das kenne ich. Nee. Klasse, den Song mag ich gerne. Ah, den Song mag Tina also gerne. Was damit? Joi, das ist Postermusik aus Mikoschs Heimat. Oh ja, das nehmen wir. Hier geht Mikosch in die Standwaage. Geil, Alter. So. Hier sitzt Mikosch. Hier steht Mikosch. Und dann macht er hier immer den. So. Dann wieder den. Und dann wieder den. Und dann den. Da freut er sich dann noch ein bisschen. Und dann macht er hier. Da freut er sich dann die ganze Zeit. Okay, am Schluss freut er sich nur noch. So. So. Freude. Und dann macht er noch einmal den. Freude auf dem Kopf. Das ist weißes Licht. Das ist am hellsten. Oh. Ui. Ui. Das ist rotes Licht. Für dramatische Effekte. Auf. Das hier, das ist dramatisch. Ja, das ist gut. Hier gibt's gelbes Licht für die Show. Für die Show, Alter. Gelbes Licht. So, da gibt's nochmal gelbes Licht bei der Show. Und dann machen wir so gelb-rot. So. Wow, ist das mega. Komm, da blinkt es nur so. Und da hinten dann nochmal blau. Hier bekommst du blaues Licht. Ja, das habe ich schon. Dazwischen nochmal weiß. Bei dem hier. Okay, wollen wir starten? Oh ja, jetzt sehen wir mal nach, wie das aussieht, was wir bisher gemacht haben. Okay. Ja, hey, hey, hey. Ui, ui, ui. Hey, wieso? Das Licht dreht sich mit. Wie soll denn das gehen? Boah, geil. Hammer. Genauso möchte ich das. Ja. Schön. Schön, ja. Okay, perfekt. Perfekt, Mikosch. Und jetzt stehen. Ohne Licht. Ja. Dramatischer Höhepunkt. Okay, und jetzt feiern. Ja, sehr gut. Und niedrig feiern.
Okay. Da wird's dramatisch auf den Kopf. Ah, schafft das? Mit Salto? Jawohl. Sehr gut. Hey. Geil, 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 geil. Okay. Das ist schon ein cooles Lied. Ich feiere das. Das macht er wirklich sehr gut. Okay, wie lange hält er den Kopfstand da durch? Handstand? Ja, mit Licht. Ja, boah. Das ist das Highlight. Das ist Highlight der Kür. Deswegen darf er sich jetzt auch noch ein bisschen feiern. Im roten Licht. Feiern, Mikosch. Feiern. Und im Stehen feiern. Jawohl. Und dann wieder ins rote Licht. Im Sitzen feiern. Jawohl. Bisschen viel Bewegung drin, oder? Hätte ich sie wirklich so lang machen müssen? Das sieht auf jeden Fall super geil aus. Also, ich bin dafür, dass er das genau so macht. Da können ihm dann die Leute die ganzen Rosen zuwerfen. Und die Mädchen dann hier Unterwäsche und kleine Plüschbärchen und sowas. Das wäre schon sehr cool. Ja, fein. Gut gemacht, großer Mikosch, Meister der akrobatischen Pferdekunst. Ja, möchtest geil. Du noch Dinge verändern? Nein. Möchte ich nicht. Na, habt ihr uns vermisst? Ich freue mich schon auf den Auftritt. Ihr habt mir toll geholfen. Das wird eine super Show. Mhm. Ich bin schon total gespannt. Wo der Graf nur bleibt. Er ist mit dem Auto unterwegs. Irgendwelche Besorgungen machen. Kommt, wir bringen Babuschko erstmal in den Stall. Da kann er sich ein bisschen ausruhen. Okay. Oh, ist das heiß heute. Boah, ist das schon wieder wir dreckig. Wir sollten Babuschkos Beine nach dem Training kühlen. Okay. Pferdebox auf. Super! Jetzt brauchen wir Eimer und Schwamm. Stehen das schon Fell da? Muss an den Stellen, die verschwitzt sind, mit dem Schwamm ausgewaschen werden. Mhm. Und die Beine müssen gekühlt werden. Okay. Ich schaff das schon irgendwie. Na, wie sieht das aus? Werde ich gekühlt? Wird das hier gekühlt? Ah, ist das kühl? Ah. Passt, oder? Super. Jetzt fühlt sich Babuschko wieder wohl. Ah. Prima. Jetzt sind wir fertig. Prima. So, jetzt hast du dir wirklich eine Belohnung verdient. Habe ich noch eine Belohnung? Ah, guck mal, ich hätte auch noch eine Pferdezeitschrift. Ah, du Genießer. Wo der Graf bloß bleibt, ich verstehe das nicht. Ich glaube, er ist gerade angekommen. Wir müssen mit ihm reden. Hm. Moment. Zuerst werde ich einen hexischen Warnkreis um Babuschko hexen. Ein hexischer Warnkreis? Was ist das denn? Der wirkt wie eine Alarmanlage für Babuschko. Nur besser. Ene mene Kreis im Stroh, sicher ist jetzt Babuschko. Ene mene gute Tarnung, dieser Kreis gibt uns eine Warnung. Hex, hex! So, jetzt kommt niemand mehr unbemerkt an Babuschko ran. Boah. Unglaublich. Kommt, wir suchen den Grafen. Das war aber ganz schön dämonisch. Wenn Bibi jetzt nicht mal nach Azkaban kommt. Herr Graf, wir müssen dringend... Da seid ihr ja. Ich brauche dringend eure Hilfe. Dem Zauberer sind alle Kaninchen ausgerissen. Das ganze Festzelt ist voller hoppelnder Kaninchen. Eine Katastrophe. Könnt ihr sie bitte wieder einfangen? Ja, aber... Danke. Vielen Dank. Wie süß. Hat keinen Sinn. Er ist total im Stress. Da hilft nur eins. Wir müssen zuerst die Kaninchen einfangen. Ach, kein Problem. Ja, und Babuschko? Babuschko ist in Sicherheit. Wirklich, Mikosch. Gut, du hast ja recht. Ja, ich hoffe, Bibis Alarmanlage hilft auch. Oh, süß. Oh. So viele Kaninchen. Oh. Das sind ganz schön viele. Ja. Lass uns gleich anfangen. Oh, sind die schnuckelig. Hallo.
Und Börep? Ja. Boah, so ein bisschen wie so ein Ego-Shooter. Nur, dass ich nicht auf sie schieße, sondern so eine... Oh, seid ihr schnell, Alter. Ui. Der ist aber schnell hier. Huch. Oder immer mehr. Wo kommen denn die ganzen Kanickel her hier? Ja. Auf den Arsch. So. Joi. Ja. Aha. Gut. Komm her, du braunes Tier. Wie viel hat er denn? Was zaubert der denn da? Mit 36 Kaninchen, der Alte. Wo kommen immer neue her? Was mache ich damit? Sammle ich die auch ein? Oder halte ich die noch fest und leg sie gleich wieder auf den Boden? Dann könnte er gleich wieder weglaufen. Oh Gott, da kommen immer wieder drei neue. Wo kommen die denn immer her? Vermehren die sich da gerade irgendwo? Super. Jetzt können wir endlich mit dem Grafen reden. Das war stressig, nicht? Habt ihr die Kaninchen? Ja, allesamt. Aber jetzt müssen wir dringend mit ihnen sprechen. Ja, Lord Pendleton will Babushko stehlen. Moment, immer mit der Ruhe. Ich muss doch sehr bitten. Was sind denn das für Anschuldigungen, junger Mann? Aber es ist wahr, wir... Das ist der Alarm von meinem hexischen Warnkreis. Ja. Schnell, wir müssen zum Stall. Oh, schnell zum Stall.